Ja, liebe Wandler TV-Zuschauer, wir sind hier heute am Schloss. Neben mir steht Herr Feldmann. Herr Feldmann ist Organisator des Graftenlaufs. Herr Feldmann, was hat das alles auf sich heute? Ja, heute geht es darum, für einen guten Zweck zu laufen. Motto: Laufen mit Herz. Und jeder, der hier teilnimmt, egal ob jung oder alt, läuft 5 € in die Spendenkasse zugunsten der Kinderhilfe Organtransplantation. Also alles für einen guten Zweck, also nicht für den Eigenbedarf, sage ich mal so. Wie immer ausschließlich für den guten Zweck. Und wir haben keine Anmeldungen angenommen, sondern wir haben einfach gesagt, kommt, lauft und helft. Alle hier aus Jever oder auch aus der näheren Umgebung? Wir haben hier aus Schortens, aus Hohenkirchenläufer, ganze Jugendabteilungen sind hier. Und das freut uns natürlich besonders, denn es geht hier insbesondere um die Kinder. Und deswegen haben wir uns auch eine Gastläuferin eingeladen, die im Kindesalter herztransplantiert wurde, im Alter von 12 Jahren. Und heute 21-jährig mit uns laufen wird, diese Graftenrunde anführen wird. Sie ist eine interessante Sportlerin, vielseitig, mit vorderen Plätzen und Titeln bei den Weltmeisterschaften der Transplantierten. Und sie ist auch Mannschaftssportlerin. Sie spielt in Bremen Hockey. Und sie hat diesen Termin für uns eingerichtet, obwohl viele andere Termine für diese Studentin eben heute wichtig waren. Wunderbar. Ja, dann wünsche ich also viel Erfolg für den heutigen Tag. Wie lange geht die Veranstaltung heute? Ja, eine Runde, maximal 30 Minuten dürfte der Letzte wieder drin sein. Dann erwartet ihn hier eine Erfrischung und eine süße Überraschung und ein herzliches Dankeschön unserer Gastläuferin. Wunderbar. Dann viel Erfolg und alles Gute. Sie müssen wieder rüber, weil gleich fällt der Startschuss. Dankeschön. Ja, nochmal herzlich willkommen in Jever. Nicht lange schnacken, wir wollen laufen, wir wollen was tun. Und hier gebe ich das Startzeichen auf die Plätze. Fertig und... Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich für Ihr läuferisches Engagement, dass Sie zeigten, dass Sie sich mit dieser Aktion Organspende identifizieren.